Meine Damen und Herren, gehört die Lüge zum Leben wie Wasser und Brot? Kann sie also nicht etwa Sünde sein? Einer, der davon überzeugt ist, vertritt die These in der NDR-Talkshow. Volker Sommer, Verhaltensforscher und Theologe. Und er ist nicht der Einzige, der sich in dieser Runde an heikle Themen heranwagt. Lassen Sie sich überraschen. Hier ist sie, die NDR-Talkshow, in einer Aufzeichnung vom vergangenen Freitag. In dem Kultur gleichbedeutend ist mit Game-Shows und Sadosex-Filmen. Dieses Land, in dem Integrität gleichbedeutend ist mit Korruption, Profit und Politskandalen. Dieses Land, in dem Toleranz gleichzusetzen ist mit Gleichgültigkeit, Fremdenhass und Asylantengrillen. Dieses Land hat Probleme. Dieses Land ist verfault bis auf die Knochen. Und irgendjemand muss etwas dagegen tun. Ich habe vorhin einen Anruf gekriegt, dass diese Sendung, das Night Talk, demnächst im ganzen Land zu hören sein soll. Metro Scan, das ist eine Riesengesellschaft mit über 150 Stationen, hat sich bereit erklärt, diese Sendung landesweit auszustrahlen. Schön, sage ich, schön. So weit, so gut. Aber es gibt da ein paar Jungs bei Metro Scan, die haben mich gebeten, angesichts der Tatsache der nationalen Ausstrahlung einen Hauch vorsichtiger zu sein. Tut mir leid. Das geht nicht. Das kann ich gar nicht. Ich rede, wie ich rede, oder ich halte den Mund. Dieses feige, dekadente Land braucht eine laute Stimme! Es braucht irgendjemand, der es aufrüttelt! Und dieser jemand bin ich. Na? Da können Sie doch mal endlich schön den Fiesen spielen, Ingolf Lück. Ja, das ist richtig. Macht das Spaß? Ja, das macht Spaß. Ich meine, so fies war er noch nicht. Wir haben von dem Stück ja noch nicht so viel gesehen. Aber es ist natürlich ganz lustig, sich zu sehen. Ich habe das noch nicht gesehen, das Stück natürlich, weil wir haben ja noch keine Premiere gehabt. Wir haben morgen erst Premiere in Hamburg. Und das jetzt mal schon vorab zu sehen, ich hoffe, es bringt kein Unglück, dass man das vorher schon gezeigt hat. Das kann es gar nicht. Wenn Sie hier in der Talkshow sind, das bringt nur Glück. Ja, okay. Morgen Abend Premiere im Deutschen Schauspielhaus, Talk Radio, ja. Talk Radio mit Ingolf Lück.
Sie müssen uns erklären, uns allen, die das nicht wissen, was ist eigentlich Talk Radio? Was macht der Typ da? Wir haben offensichtlich den Auftakt seiner Sendung erwischt in dem Stück. Ja, das ist richtig. Nun ja, es gibt, viele Leute werden das wissen, es gibt ja einen Film, einen Hollywood-Film, der heißt Talk Radio. Und es war ein sehr erfolgreicher Film. Oliver Stone hat die Regie gemacht. Und das ist aber ursprünglich ein Theaterstück. Ein Theaterstück, das einen Abend in einem Talkradio, eine Nacht in einem Talkradiosender beschreibt. Und dieser Moderator, der sitzt dort und Leute rufen an und sagen und ganz unterschiedliche Sachen. Also jeder kommt in dieser Talkshow zu Wort. Und da ist ja die aktuelle Talkshow-Problematik, die wir jetzt in letzter Zeit, in den letzten Wochen ja auch hatten.